Weizen wächst mega schnell. Stimmt, könnte ich rein theoretisch machen, aber wie gesagt, ich bin ja mittlerweile ein Fan davon, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Jetzt pflanze ich halt ein bisschen. Dat Kati, dankeschön für den Follow. Jetzt pflanze ich halt ein bisschen Sachen, die ich halt auch wirklich später wieder verkaufen kann, die ein bisschen Geld bringen. Solange ich das mit den Kürbissen noch nicht hingekriegt habe, das Gebiet muss ich erst noch richtig bearbeiten, ihr wisst Bescheid, mache ich das, was am meisten Geld gibt. Und das gibt halt eben die Zwiebeln. Die brauchen zwar auch am längsten, aber da kriege ich wenigstens auch gut Kohle. Ne? Autogrammkarten-Kanalpunkte. Das mit dem Autogrammkarten hatten wir schon mal als Thema, wo ich zum Beispiel nach einem Postfach gefragt habe. Daraus war ja auch noch nichts, oder? Sagen wir es mal so. Mit der baldigen Ankündigung, die ja jetzt dann hoffentlich bald stattfinden wird, die Ankündigung, wo ich euch immer noch zappeln lasse, bin ich vielleicht sogar dazu verpflichtet, etwas zu machen, das euch die Möglichkeit gibt, mir was zu schicken. So, jetzt habe ich aber einen rausgeholt, ne? Jetzt habe ich aber wirklich einen ordentlichen... Jetzt habe ich einen ordentlichen Hinweis. Habe ich einen ordentlichen Hinweis gegeben. Tja. Jetzt müsst ihr aber trotzdem noch Rätsel raten. Was wird das sein? Toffi wird ein Star. Ja, natürlich. Ich bin, ich habe eine neue RTL-Show. Die heißt, Der Supertrottel. Ich bin in der Jury und muss entscheiden, welcher Trottel genauso doof ist wie ich. Das ist meine neue Show. So. Wir können jetzt natürlich auch noch eine andere Aufgabe machen. Wir hätten noch zum Beispiel hier das Thema... Genau. Wir könnten mal wieder Vajanas Reich besuchen gehen. Vajana... Wird Zeit für ein Postfach. Tobi wird Charakter bei Disney Dreamland. Oh, ich würde so abfeiern. Oh, das wäre so schön. Ich verewige den Disney Dreamland. Oh, das ist Synchronsprecher für irgendeine Rolle. Alter, ich würde es mega abfeiern. Ah, ich würde es so mega abfeiern. Tobi Talk mittags um 13 Uhr. Ah, genau. Wir machen so eine Talkrunde auf wie früher. Arabella Kiesbauer oder wie heißen die anderen? Britt? Maybrit Illner? Ne, das ist Politik gewesen, ne? Wir machen so ein Politikthema auf. Die für Maui benötigten Gegenstände aus seinem Korb in Vajanas Reich. Warte mal, wo ist denn der? Ich kann auch mal was anderes sammeln, wenn ich schon hier bin. Keine Ahnung, wo sein Korb ist. Der war immer hier. Also hier stand der Maui doch immer irgendwie hier oben, aber hier ist kein Korb. Ich gebe ihm einen Korb für diese Quest. Habe ich irgendwas falsch interpretiert? Sammle die für Maui benötigten Gegenstände aus seinem Korb in Vajanas Reich. Ist das der Korb hier? Lager öffnen. Ach! Ah, shitty. Boah, ich hätte die ganzen Tomaten noch verkaufen können. Ja gut, aber es sind eh nur die Sachen, die er braucht, ne? Genau. Ja, okay, die anderen Muscheln kann ich halt übrig lassen. Die sind nicht wirklich wichtig. Aber gut, ja, dann haben wir sie wenigstens. Wir werden bei Toffi einziehen. Ja, genau. Nichts mit Politik. Nein! Alter, nein. Das ist ja gemein, uns so Rätsel raten zu lassen. Ja, wieso denn nicht? Vorfreude ist doch die schönste Freude, sagt man doch immer, ne? Ihr werdet es noch nicht erfahren können. Ich kann euch noch nichts dazu sagen. Aber ich kann euch wenigstens ein paar Hinweise, ein paar Brotkrumen zustreuen. Und was meinst du, wie schön das wird, wenn ihr euch dann später die Parts nochmal anguckt und ihr wisst dann, worum es geht. Und dann werdet ihr euch darüber nachdenken, halt, ha, was waren das für Hinweise? Hätte ich darauf kommen können? Ja, nein, vielleicht, kreuze an. Weißt du? So, Maui ist bei Dagobert. Aber eines möchte ich trotzdem noch kurz machen. Wenn wir es gerade eben schon davon gehabt haben. Ich gehe kurz Sachen verkaufen.
werde mich so langsam verabschieden. Dank Corona bin ich momentan gefühlt dauermüde. Christina, ich wünsche dir gute Besserung. Beziehungsweise guten Schlaf. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Hoffentlich bis bald. Möbelmerch. Genau. Nein, ihr müsst noch warten. Ich kann euch noch nichts dazu sagen. Mensch, Hoffi, jetzt sag doch endlich! Verdammte Scheiße! So. So, wie viel Geld ist das? Ist ja gar nicht mal so viel, Alter. 100 fucking Tomaten habe ich angepflanzt und habe da gerade mal so ein bisschen dafür gekriegt. Traurig. Traurig. Wie lange denn? Ich kann selber nicht sagen, wann das möglich ist. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das eigene Just Dance rausbringen, das würde ich auch mega abfeiern. Hey, du Zwerg, hilf mir mal. Hier, ich geb's dir. Toll, jetzt wo ich diese Steinschabe habe, werde ich machen, was ich mache und du... Was? Werde ich machen, was ich mache. Und du kannst tun, was du tust. Hä? Bring mir einen Snack mit. Irgendwas Frisches und Leckeres. Du bist wirklich der Knüller-Zwerg. Zwerg, Alter, ich bin genauso groß wie du. Oder? Nur seine Frisur trägt ein bisschen dick auf. Koche ein frisches 5-Sterne-Menü für Maui. Ein frisches? Sonst noch ein Wunsch? Ich hätte hier noch ein paar Donuts. Übrigens, die muss ich, glaube ich, bald mal wieder in den Kühlschrank packen, sonst schmelzen die wieder weg. Jetzt klebt die ganze Scheiße auf meinem Daumen. Wirst du wo Partner oder gesponsert? Nee, aktuell noch gar nicht. Ich habe eine kleine, klitzekleine Kooperation mit Ubisoft, wo ich Just Dance spiele, die letzten zwei Just Dance Spiele umsonst gekriegt habe und auch ein Promotion-Video erstellen durfte. Aber ansonsten nischt. Ich werde nicht gesponsert oder sowas. Alles, was ich hier konsumiere und zeige und mache und tue, ist alles aus meinem eigenen Interesse heraus. Habe ich genügend Sachen dafür? Tatsächlich. Na dann. Das kann ich Maui geben. Noch dieses Jahr. Wie gesagt, also der aktuelle Plan ist sogar noch diesen Monat. Also bis Ende des Monats müsste ich euch die Information eigentlich geben können. Aber versprechen kann ich es nicht, aber das ist so der Zeitraum, den ich ungefähr so anpeilen kann. Bis Ende des Monats müsste das eigentlich kommunikationsbedürftig sein. Mit der Twitch-Partnerschaft, ja, daran kann ich euch sagen, ich wurde tatsächlich abgelehnt. Twitch-Partnerschaft gibt es tatsächlich aktuell nicht. Aber das ist nicht so schlimm, Leute. Twitch-Partnerschaft wird es momentan erstmal nicht geben, einfach nur, weil mein Kanal nicht groß genug ist. Dir ist klar, dass du mit mir sprechen willst. Böse. Nein, es ist okay. Also, das war jetzt nur ein kleines Gimmick. Das ist voll in Ordnung. Mein Kanal ist einfach nicht groß genug aktuell. Wir haben ja quasi das Mindestmaß für eine Twitch-Partnerschaft erreicht und mehr leider nicht. Und da hat Twitch gesagt, solange das noch nicht sich ändert, die aktuelle Situation bei dir, und nicht verbessert und nicht höher wird und sowas, können wir es leider noch nicht machen. Black Skady? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich hab's versucht auszusprechen. Dankeschön für den Follow. Danke, Toffi, das riecht köstlich. Okay, jetzt kommt das Große. So. Experiment Ute, dankeschön für den Follow. Regelmäßig über 1000 Zuschauer. Nee, ich glaube, es würde denen schon reichen, wenn man regelmäßig 100 Zuschauer hat. Um den Schnitt, sage ich jetzt mal so, in den Schnitt ungefähr regelmäßig 100 Zuschauer. Würde denen wahrscheinlich schon reichen, aber das ist ja bei mir auch nicht so. Wir haben ja manche Streams, wo nur, und das muss man wirklich in Anführungszeichen setzen, irgendwie nur 50 Zuschauer. Lieg
Lisa, dankeschön für den Follow. Nur irgendwie so in Anführungszeichen 50 Zuschauer haben, was für mich extrem viel ist. Also das finde ich mega krass. Also allein schon, dass über 50 Zuschauer hier generell immer wieder zuschauen, finde ich ja schon ganz schön krass. Und von dem her, solange wir Spaß haben, Leute, ist alles gut. Wir brauchen das nicht unbedingt. Solange wir Vergnügen haben und Spaß haben, stell dir mal vor, ich würde mich jetzt total abheben, sage ich jetzt mal bei so einer Geschichte, und würde dann versuchen, nur noch auf Zuschauerzahlen oder sonst was zu gehen und keinen Spaß mehr in den Spielen zu haben, wäre da auch Schwachsinn, oder? Deswegen lasst es einfach auf uns zukommen. Gib mir deine Spitzhacke. Oh, kriege ich jetzt was Besseres? Ja! Hast du gerade deinen Haken nach mir geworfen, du Sack? So, das war's. Eine verbesserte und robuste Spitzhacke, die von mir verstärkt wurde. So, da. Jetzt ist sie stark genug, um sich durch alles Mögliche zu hacken. Komm schon, du lahme Ente, holen wir uns, was auch immer in den Trümmern des Sturms steckt, die ich dir gezeigt habe. Du bist wirklich der Ich kann jetzt alles kaputt machen. Ernsthaft? Das muss ich tun. Folge Maui zu den Trümmern. Ich will jetzt alles kaputt machen. Aber wirklich alles. Deine Einstellung ist einfach so toll. Ja, danke, das freut mich, dass ihr das genauso seht wie ich. Aber vor allen Dingen, es bringt ja auch nichts. Ich will ja nicht berühmt werden oder sonst irgendwas. Es wäre schön, wenn man damit was erreicht. Oh Gott, da bin ich schon wieder. Es wäre natürlich schön, wenn man was erreicht. Man macht ja nicht Twitch und YouTube, um nichts zu erreichen. Natürlich ist es immer schön, was erreichen zu können. Aber trotzdem, wir müssen ja jetzt nicht hier, ich will jetzt nicht, was weiß ich, der nächste Gronkh werden oder sowas. Nein, die wollen einfach schön Spaß haben zusammen. Einfach schön Spaß haben. Siehe oben, warte mal, was? Was hat man eigentlich davon? Kenne mich damit nicht aus. Achso, mit der Twitch-Partnerschaft. Gut, hauptsächlich ging es uns eher um die Emojis, dass man mehr Emojis reinmachen könnte. Wir sind leider nämlich an dem Punkt angekommen, wo es mehr nicht geht, ne? Wir können nicht mehr Emojis reinbringen. Jetzt haben wir das Ende erreicht. So. Meint er die Trümmer? Die Sachen, die ich kaputt machen soll, oder? Du meinst Maui? Alexi Hexi, dankeschön für den Follow. Welche soll ich nochmal kaputt... Maui, red doch mal mit mir. Steh doch nicht immer blöd rum. Du kannst auch mal was machen. Ich kann jetzt alles Mögliche kaputt hauen. Ich weiß nur nicht, was du meinst. Da war ein großer, den ich tatsächlich nicht kaputt machen konnte. Aber... welcher denn noch? Zeige mal... Ach, zeige Maui, was du gefunden hast. Ach so, ups. Ups. Entschuldigung. Kissy, hey, Qualität vor Quantität. Ja, das stimmt. Bin ich auch mal. Jeder Zuschauer ist ein Mensch, das übersehen so viele mittlerweile. Ja, eben, ich möchte tatsächlich auch am liebsten mit euch allen reden, tatsächlich. Wenn es irgendwie geht. Natürlich, je größer wir hier werden, umso schwieriger wird es für mich, dass ich irgendwann mal Schwierigkeiten bekomme, dann wirklich alles mitzukriegen und jeden zu grüßen und sowas. Es wird mir was durch die Lappen gehen. Aber ich möchte euch trotzdem alle am liebsten würde ich euch alle knuddeln, wenn ihr hier reinkommt. Aber es geht halt leider irgendwann nicht mehr so intensiv. Und trotzdem versuche ich halt einfach so nah wie möglich bei den Zuschauern zu bleiben. Also, was hast du gefunden? Ein Stück Sandstein, ne? Oh, das erinnert mich an etwas. Ich habe vor dem Vergessen dem Dreamlight Valley das Feuer gebracht. Es gab eine schalenförmige Feuerquelle aus meinem Ozean, aber ich habe sie nirgendwo gesehen. Ja, das ist mein nächstes Geschenk an das Dorf. Wir werden sie nachbauen. Was sagst du dazu? Oh, klar. Ich wusste, dass ich dich mögen würde. Okay, jetzt hör gut zu. Benutze dieses Stück Sandstein, um eine neue herzustellen. Du brauchst auch etwas Sand, Stein, Kohle und rote Blumen, wie diese Bartfaden auf dem Hauptplatz. Wenn du alles hast, baue es auf deiner Werkbank zusammen. Danach stellst du die Feuerquelle, inspiriert von meiner Wenigkeit, irgendwo im Dorf auf. Was? Von deiner Wenigkeit? Was sind das für Worte? Normalerweise bist du so ein abgehobenes Arschloch. Entschuldige die Wortwahl, aber es stimmt halt. Nigisa, guten Abend, wünsche ich dir auch. Ich hoffe, dass Dreamlight Valley in Zukunft wieder ein kleines Update nebenbei macht, in dem alle Crashs boomen. Es werden immer wieder Updates kommen, das kann ich... Das,
das kann ich euch versichern, ohne dass ich mit den Entwicklern geredet habe. Kann ich das jetzt endlich wegmachen? Ja! Oh Gott! Das ist so eine innere Genugtuung für mich. Oh! Ich kann endlich den Scheiß hier wegmachen. Oh, hab ich lang danach gesucht. Alter. Ich weiß, hätte ich schon längst machen können. Ich weiß, ich habe ja selber dafür gesorgt, dass ich die Maui-Quest nicht weiter vorangetrieben habe, dass das nicht geht. Aber es ist so angenehm, endlich den Scheiß hier wegzumachen. Oh, endlich. So. So. Franzi, ich werde euch jetzt mal verlassen. Ins Bettchen wünsche euch noch gute Nacht und bis morgen. Ja, ich werde jetzt sowieso Feierabend machen. Für mich ist jetzt auch Feierabend. 22 Uhr, ich muss morgen wieder früh aufstehen. So viel Spaß, wie wir auch heute mal mit diesem Update haben. Und es tut mir auch leid, also wirklich, es tut mir wirklich in der Seele weh für all diejenigen, die keinen Spaß an diesem Update jetzt bis jetzt gehabt haben. Für alle diejenigen, die gehofft haben, dass tolle Bugfixes kommen. Beziehungsweise für alle die Leute, die halt eben noch mehr Probleme gekriegt haben durch dieses Update. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, es wird euch irgendwann nochmal wohlgesonnen sein, das Spiel. Und ihr habt dann irgendwann keine Schwierigkeiten mehr mit dem Spiel. Ich hoffe es wirklich sehr, 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 sehr für euch. Aber bei mir läuft alles einigermaßen stabil und tut die. Deswegen hoffe ich, dass ihr zumindest hier trotzdem ein bisschen Spaß haben konntet im Stream und euch ein bisschen ablenken konntet von dem Kack, der manchmal da draußen in der Spielewelt existiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht. Vielen Dank an alle Supporter da draußen, dass wir heute so viele neue Leute da kennengelernt haben. Fand ich auch extrem gut. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ihr könnt ja gerne mit dem Discord-Server joinen, beziehungsweise könnt auch gerne auf YouTube joinen. Da kommen dann die ganzen Sachen, die ihr hier seht, auch nochmal auf YouTube, falls ihr irgendwas nicht mitgekriegt habt. Und ja, morgen könnte es wieder einen Stream geben, 18 bis 19 Uhr, wenn ich anfange. Was ich streame, weiß ich nicht. Das ist immer eine große Überraschung. Und ja, in diesem Sinne, danke für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Guck mal, wie schön ich aussehe, Leute. Habt ihr das schon gesehen? Nee, könnt ihr gar nicht, weil ich das erst frisch erstellt habe. Ich bin, hallo, mein Name ist, Tiffy. Nicht Toffy, ich bin jetzt Tiffy. Und Tiffy ist, ein bisschen spezieller. Tiffy vergisst gerne mal, den Zopf auf der anderen Seite zu knoten, während sie es auf der einen Seite schon gemacht hat. Weiß heutzutage alle busy, busy, busy. Da vergisst man auch mal auf der einen Seite den Zopf zu knoten. Und Tiffy ist auch sehr, sehr stolz auf ihren Bauchnabel. Deswegen präsentiert sie ihn auch ganz, ganz fleißig. Sie hat erst vor kurzem von ihrem Freund seine College-Jacke bekommen. War total happy, ne? Die College-Jacke bekommen. Und gesagt, ja geil, endlich habe ich eine College-Jacke. Das Problem an der ganzen Sache war, dass sie nicht wusste, dass er sie kurz davor vollgekotzt hatte auf einer Party. Und er hat die ganze Kacke einfach nicht mehr rausgekriegt. Und er wusste nicht, wie er das seinen Eltern erklären sollte, weil die sau teuer war. Deswegen musste er die irgendwie loswerden und hat er sie einfach Tiffy geschenkt. Das weiß sie aber nicht. Und deswegen möchten wir sie aber jetzt auch nicht irgendwie darauf ansprechen, irgendwie Probleme bereiten oder sowas. Da würde sie total enttäuscht sein. Ich meine, die hat sich extra eine Schleife um die Ohren gemacht. Ich meine, ihre Ohren sind ja jetzt auch nicht gerade unpräsent. Die sind schon sehr, sehr groß, ne? Sie hat extra eine Schleife drum gemacht, weil sie dachte, sie kann jetzt halt eben erst ihren ersten Freund haben und so. Ja. Ja, das ist unsere Tiffy. Und dazu wollte ich euch ein kleines bisschen in ihren Background einführen. Okay, einführen ist in diesem Zusammenhang vielleicht nicht das richtige Wort. Nathalie, hallo. Und danke, Jasmin. Ja, schickes Outfit, finde ich auch. Ich habe die Belohnung auch nicht bekommen für Ultimate Version. Habe auch jetzt schon Support und Gameloft kontaktiert. Oh. Schnuffel, Knuffel, hi. Wieso geht's denn bei Toffee in Disney ums Kacken oder Kotzen? Hä, stimmt doch gar nicht. Erzähl doch nicht sowas. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich fertige jetzt eine Feuerschale aus Granit. Wenn du möchtest, darfst du da gerne reinkacken oder kotzen in die Feuerschale. Das ist dir selbst überlassen. Aber ich werde darüber jetzt kein Sterbenswörtchen mehr verlieren, okay?
Habe ich denn überhaupt schon alles? Oh, warte mal hier. Wir haben das Wunder-Elix-Wachstum. Also das kann ich jetzt auch machen. Oh, genau. Oh, komm, wollen wir einfach die Story weitermachen? Komm, das machen wir. Wir machen jetzt einfach die Story weiter. Bevor wir uns jetzt wieder mit Nebensächlichkeiten beschäftigen. Benutze Wunderwachstumselixier in deinem Rucksack, um deine Gießkanne zu verbessern. Was reden die da hinten eigentlich die ganze Zeit? Gibt es da irgendwas, was ich hätte wissen müssen? Ich wollte lauschen. Ich darf nicht. Okay. Dann halt nicht. Willst du einen Hinweis, um nicht lange warten zu müssen? Wegen der Gießkanne? Oder was muss ich warten? Sprich mit Merlin. Ich muss mit Merlin sprechen. Muss ich da warten? Ich muss halt wissen, wo der ist. Der ist wieder im Restaurant und wartet auf sein Essen. Hm. Ich mach erstmal weiter. Ich bin wirklich erleichtert, dass es hier so viele nette Leute gibt. Aber jetzt mache ich erstmal weiter. Bezüglich der Hauptquest. Ja, aber ich mache ja gerade die Hauptquest. Warten wir einfach ab. Wunderlandplätzchen. Geiler Löwe. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Du hast es geschafft. Deine Gießkanne strotzt nur vor magischer Vitalität. Der letzte Schritt ist simpel. Pflanze die Kugel der Pflege vor die Säule in der sonnigen Ebene in die Erde. Dann sorge dich um sie, bis sie wächst. Dieser Teil bedarf etwas Geduld, Toffi. Alles dreht sich um die Pflege der Kugel, bis der Funken Magie zurückkehrt. Ach, das meinst Danke, du? Danke, sehr freundlich von dir. Das meinst du? Ja, darfst du mir gerne einen Hinweis geben, wenn du möchtest. Das heißt, ich muss den jetzt einpflanzen und dann muss ich ihn eigentlich quasi täglich oder stündlich oder wie auch immer, wie so ein Tamagotchi wahrscheinlich pflegen, ne? Oh, warte mal. Ich habe noch eine Nebenquest bezüglich des aktuellen Events, dass ich lila Blumen pflücken muss. Wann gibt's wieder Toffee-Tests? Sollen wir wieder reinbringen? Habt ihr da wieder Bock zu? Ich hätte mir ein paar Sachen da. Wollt ihr nochmal Toffee-Tests? Ich hätte jetzt aber so viel Sport gemacht. Eigentlich ist es schade drum, jetzt das alles mit Süßigkeiten wieder voll zu stopfen, ne? Aber eigentlich hätte ich es mir auch verdient. Geh nochmal an die Werkbank. Aber bevor du ihn wässerst. Okay. Ich gehe mal an die Werkbank, okay? Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Gibt es da einen geheimen Trick oder sowas? Okay, wir machen nachher Toffee testet nochmal rein. Wartet mal kurz. Ich möchte aber ganz kurz hier erstmal das fertig machen. Sonst drehe ich noch durch. Ich hätte ein paar lustige Sachen zum Testen tatsächlich. Was heißt lustige? Also interessante vielleicht. So. Was gibt's hier Schönes? Noch wundersameres Wachstumselixier. Ach so, ich brauche noch mehr fruchtbare Erde und noch mehr Vitalis-Kristalle. Das meintest du, alles klar. Okay, ja, aber dann ist jetzt die Frage, geht's dann schneller? Ich muss ja erstmal das Zeug haben. Soll ich dir sagen, was das macht? Kannst du gerne, weil das Ding ist ja, egal ob ich mich jetzt um das eine oder ums andere kümmere, ich brauche hier erstmal 25 fruchtbare Erde, das dauert ja auch ewig. Und Vitalis-Kristalle, die kriege ich natürlich wahrscheinlich ein bisschen easier, wenn ich da in die Mine wieder gehe. Das lässt Sachen sofort wachsen. Na gut. Wir können es probieren. Ich kann Scar ja auch mitnehmen, ne? Den müssen wir sowieso ein bisschen leveln. Den haben wir ja noch gar nicht gelevelt. Der kann mit in die Mine kommen. Ach nee, kann ich gar nicht. Den kann ich noch gar nicht mitnehmen. Ne? Sei gegrüßt. Ach Gott, was ist denn mit dir los? Ursula verhält sich unwillig. Sie hat mir erzählt, dass es unter dem Meer Bestien gibt, die weitaus wilder sind als jeder Löwe. Kreaturen, die Haie genannt werden. Ja, ich tatsächlich glaube ich, wenn ich vor einem Hai stehen würde, würde ich glaube ich mehr Respekt haben als vor einem Löwen. Ich weiß nicht wieso. Haie jagen mir irgendwie mehr Angst ein als Löwen. Ja, also ich sag auch, Haie sind schlimmer. Da haben aber viele gesagt, dass danach ihr Spiel nicht mehr richtig funktioniert hat. Was? Oh, dann mache ich das aber lieber nicht.
Sie klingen wie übergroße Fische mit Größenwahn. Ich bin mir sicher, dass ich mit einem Hai kurzen Prozess machen werde. Allein der Gedanke daran macht mich hungrig. Jetzt kann ich ihn mitnehmen, oder? Yay! Ich habe mir das aufgeschrieben. Das einzige Ding, was ich noch brauche. Ich wollte alles ungefähr gleich aufhaben. Also jedes Ding. Angeln, Gartenarbeit, Bergbau, Sammeln und Graben wollte ich immer alles gleich aufhaben. Und ich habe tatsächlich für Erik, der fehlt mir ja noch, Erik fehlt mir noch, da habe ich Angeln angedacht. Der müsste noch angeln. Und dann habe ich alles dreimal. Dann habe ich dreimal Gartenbau, dreimal Angeln, dreimal Bergbau, dreimal Sammeln, dreimal Graben. Jetzt heißt, ich könnte bei Scar alles nehmen. Das wollte ich mir noch kurz aufgeschrieben haben. Christina, das soll den Spielstand kaputt machen. Ich würde das nicht machen. Dann mache ich das lieber nicht. Also wenn das wirklich ein großes... Also danke, Ryan, trotzdem für den Hinweis. Aber ich riskieren will ich es tatsächlich lieber nicht. Danke trotzdem für den Hinweis. Aber dann wenn das so viele Leute gelesen haben, dann mache ich es lieber nicht. Was mache ich bei ihm? Mal Gartenarbeit. Hab ich jetzt Gartenarbeit? Da bist du ja. Ich nehme dich auf jeden Fall mit. Lass uns abhängen, Jung. Komm.